diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Zu wem sagt das Mädel das eigentlich? Zu mir? Ich bin aber im ersten in der ersten Etage bin ich gerade. Bin ich in der zweiten Etage. Im Erdgeschoss bin ich. Kannst du mich riechen? Ihr wollt etwas trinken. Mit mir. Nein, nicht wirklich. Warum bist du? Warum bist du so leise? Ich brauche eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt. Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Den kann ich mal nicht fragen. Ja, schön, dass ich den aber noch gezeigt bekomme. Ich habe langsam das Gefühl, dass wenn diese... Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Hast du deine Stimme wiedergefunden? Das ist aber schön! Du hast dich nämlich gerade angehört, als würdest du in eine Blechdose reinlabern. Weil du so gedämpft warst. Ich habe da langsam das Gefühl, als würde man... ich port mich dahin. Als würde man jedes Mal in den Dialogen irgendwo Positionen festgelegt haben, von wo man quasi diesen Charakter aus hören kann. So wie jetzt ja zum Beispiel es dann wohl scheinbar gewesen war, obwohl ich oben war, war irgendetwas im Spiel aber am Sagen, nein, ich stehe unten. Ergo muss alles, was sie dann sagt, sich dann so anhören, als würde das von einer anderen Etage auskommen. Weißt du? Oder als würde das durch eine Wand gesagt werden. Ich weiß nicht, ob da einfach irgendwie Dinge durcheinander geraten sind, irgendwann in der Entwicklung, oder ob das mit Absicht so ist, oder ob das ein Fehler ist. Kann ja auch sein. Aber... Ja, weiß ich nicht. Es kommt mir halt nicht wirklich vor, als soll das eigentlich so sein, weil... Das kann ja nicht sein, dass quasi ein Charakter jetzt halt so redet wie ich jetzt gerade und den nächsten Moment hörst du dann den Charakter dann vielleicht so halt gedämpft, als würde ich jetzt, wie ich jetzt gerade tue, die Hand vom Mund halten. Und der nächste redet dann so, als würde er sich die Nase zuhalten, weißt du? Das ist bescheuert irgendwie. Und dann hast du irgendeinen anderen, der ist so dermaßen leise, man könnte meinen, der steht entweder 100 Meter weit weg. Das ist der Drei-Wege-Quell. Oder flüstert. Wo ist die Spelunke? Das ist die Spelunke, der Brunnen. gute Frage. Hier schon wieder eine Flöte. Flötet da unten einer im Brunnen? Nö. Wasser ist ja hier schon hier oben. Hätte ja sein können, dass es der Mara ist. Aus der Ring. Hat eine Flöte gefunden und flötet aus dem Brunnen. Das ist ein Mongole. Denn. Ich wollte schon sagen, hat der einen Eimer auf dem Kopf, aber das war so ein Adler. Der mich finden soll. Habe ich die Quest markiert? Habe ich. Ist die Spelunke vielleicht da oben? Wohl hinführt. Scheint wohl auf den richtigen Weg zu sein. Wie viele Vorräte habe ich eigentlich? 3000 nur? Oh, ja, knapp 4000. Dachte, ich würde irgendwo schon längst... Dachte, ich wäre schon irgendwo bei dem... Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf! Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Ich dachte, ich wäre schon irgendwo beim fünfstelligen Bereich, was die Vorräte angeht. Macht auf? Sag mal, selbst wenn er aufmachen würde, wie willst du da reinkommen?
weiß schon, wie ich reinkomme. Wahrscheinlich durch die Decke, wa? Oder halt auch nicht. Kann ich nicht einfach ein Feuer legen, ihn dann rausholen? Ich meine, bezweckt er auch das, was ich will, oder nicht? Ah, okay, ich sehe schon. Weit. Muss ich hier auf den Felsen drauf? Ja. Hallo, ich hab Post. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Vorräte. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Ich hätte gerade ein Attentat durchführen können? Okay. Hier, kriegst du eine Bombe. Viel Spaß damit. Ach klar, jetzt musst du ausgerechnet unparierbar. Viel Spaß. Warum legst du dich bei mir hin? Einer der drei muss die Karte haben. Wahrscheinlich hat keiner von denen die Karte. Ah, doch, der da. Den habe ich doch gerade gelootet. Hier ist sie. Fürstin Sanjos Fächer. Okay. Eine Karte, die als Fächer getarnt ist. Die Karte markiert die Standorte von Lebensmittellagern, mit denen Fürstin Sanjo die Menschen von Toyotama ernährt. Und jetzt soll ich wieder zu ihr zurück und mit ihr reden, okay? Oh Mann. Manchmal vergeht die Zeit aber auch echt wie im Fluge. Guckst du einmal nicht hin, hast schon ein paar Stunden wieder weg. Darf ich euch helfen, mein Herr? Ja. Kannst du eine Treppe bauen? Die Leute hier wissen nicht, wie eine Treppe funktioniert. Wo kommt die Statue denn auf einmal her? Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Okay. Geht das in der Folgequest über oder war's das schon? Talisman der Schatten. Verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken, um 10%. Okay. Scheint jetzt nicht wirklich eine weitere Quest von ihr dazu geben, glaube ich. Fleisch und Stein? Schrecken von Ozuna? Was ist das denn da jetzt?
Eine letzte Bitte. Ach so. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Ich hab die Quiz vergessen. Da war ja was. Komplett vergessen gehabt, dass da oben noch welche waren. Ich wollte ja eigentlich den Typen auseinandernehmen. Und dann eigentlich da oben hingehen, ne? Da hab ich komplett vergessen. Ich finde das schon irgendwie nice, dass die Umgebungen immer wieder so anders sind. Da entsteht dann auch irgendwie eine ganz andere Stimmung. Kann ich hier irgendwo da? Wie gesagt, ist ähnlich wie ich es zum Beispiel aus MMOs zum Beispiel kenne, also Guild Wars 2 oder WoW zum Beispiel. Fuchsbau? Wenn du da zum Beispiel irgendwo in der Luft bist, da siehst du dann überall die unterschiedlichen Teile der Zone zum Beispiel. Und wenn du dann aber auf dem Boden bist und bist dann in dem entsprechenden Gebiet, da wirkt es halt wie, als wärst du ganz woanders. Wenn dann auch noch dieser Ort entsprechend groß ist, dann erst recht. Wenn das halt nur so ein Winzort ist, ja gut, dann halt eher nicht, aber... Wenn er eine entsprechende Größe hat, dann wirkt das halt wie, als wenn du ganz woanders jetzt wärst. Ah, toll, jetzt muss ich auch noch absteigen. Nö, scheiß drauf, ich spring hier einfach drum rum. Nur noch ein Schrein, dann weiß ich, was da eigentlich ist mit dem Talisman. Das ist das Allerbeste. Ich hoffe, ich finde den Talisman vor allen Dingen wieder, weil ich habe mir nämlich nicht den Namen gemerkt, aber ich denke mal, der sollte nicht unbedingt allzu schwer zu finden sein. Gibt ja da nur ein, beziehungsweise dann zwei Talismane mit zwei Texten dran. Einer mit einem Wert, oder beziehungsweise mit einem Doppelwert und einmal mit dem, mit der Beschriftung, dass ja quasi die Talismane stärker werden, wenn ich mehr Talismane, nicht Talismane, mehr Schreine finde. Ich bin bald da. Ist das da vorne das? Ja, scheint wohl so. Okay, dann mal absteigen hier. Ah, will ich die im Nahkampf besiegen? Will ich die im Nahkampf besiegen? Whatever, komm hier. Kommt her und kämpft! Gibt halt schnell aufs Restbett. Ups. Ja. Vor allem bei mir. Ach klar. Gibt halt schnell aufs Fressbrett. Upsi. So, jetzt aber richtig, ja? Stellt euch! Ich nehme sein Schwert. Na, und wer hat jetzt Angst? Ah, du hast Angst? Ah, doch nicht, schade. Schrei nicht so, sonst kriegst du die Anime-Klinge. Bridge!
voll daneben. Ich mag es, gegen diese Ronin zu kämpfen. Die sind einfach ein bisschen anders. Die kämpfen halt auch. Oh, okay. Ist da oben einer? Oh, hi. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Oh, ja, hallo. Wie geht's denn so? Wissen Sie zufälligerweise, wo hier der Reismarkt ist? Man hat mir gesagt, hier ist irgendwo ein Markt. Aber irgendwie finde ich hier keinen. Aber die läuft hier rum, als wäre nichts gewesen. Als wenn das tagtäglich passieren würde. Das war unglaublich, mein Herr. Was? Der Kampf? Wie hast du den überhaupt gesehen? Hallo, sag mal, ich will die dämliche Kiste looten. Kiste looten, danke. Muss echt schwer sein, eine Kiste zu looten. Kommt ihr aus dem Gasthaus? Nein, mein Herr. Sie kamen hier vorbei, gingen aber nach Osten. Wisst ihr wohin? Sie erwähnten Klippen nahe dem Fluss. Den Ort kenne ich. Nehmt euch Vorräte und bringt euch in Sicherheit. Weißt du, was ich hier nicht so richtig verstehe? Ich meine, ich weiß ja nicht, was das hier vorher alles gewesen war. Das kann ja sein, dass zum Beispiel hier dieser Verschlag zum Beispiel schon stande schon die ganze Zeit, weißt du, weil ich sehe ja hier so ein abgebranntes Haus. Aber wenn die Sachen erst vor kurzem hochgezogen worden waren, dann frage ich mich so ein bisschen, warum zum Geier haben die dann beispielsweise dann sowas, während dann nebenbei dann irgendwo solche Billigdinger sind, weißt du? Solche kleinen Unterstände, damit man halt trocken bleibt, wenn es regnet. Während der Nacht. Oh, da vor mir ist irgendwas. Weil hier macht es ja jetzt quasi nur Sinn, weil hier ist ein Haus, also war das wahrscheinlich alles schon vorher gebaut. Ein Fuchsbau, hey! Nice, da kommt ja gelegen. Weil hier macht es ja wie gesagt Sinn, weil hier ist so ein Haus, demzufolge kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser Verschlag da hinten schon vorher stand. Und man sich demzufolge nicht wundern braucht. Okay. Ah, okay. Hätte ich auch so gefunden, wenn ich da lang gegangen wäre irgendwann. Talisman der Stille. Ist das auch jetzt so ein Doppeltalisman oder wieder was? Reduziert Geschwindigkeit der Feinderkennung um 15% und niedere Erhöhung des Entschlossenheitsgewinns. Verehre zusätzliche Inari-Scheine, um die Effekte dieses Talismans dauerhaft zu erhöhen. Ja, das ist genau dasselbe. Wie hieß das andere? Das hatte, glaube ich, auch einen Totenkopf, oder? Ah, da ist es gewesen. Nö, das ist auch immer noch niedere Erhöhung. Hä? Muss ich die anhaben? Nee, ne? Steht ja nichts dran, dass ich die jetzt anhaben muss. Aber, warte mal. Ich könnte das ja mal ausprobieren. Im Fall der Fälle. Wo ist das gewesen? Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Ich würde die Gesundheit rausschmeißen und dann dafür diese dann hier nehmen. Die Gesundheit habe ich jetzt eigentlich. Och, geht doch. Geht doch. Mal gucken, ob das vielleicht doch ist, dass ich quasi das Item anhaben muss, während ich Schreine finde. Oder ob das jetzt einfach quasi ist, hey, finde Schreine. Und irgendwann hast du dann quasi, was ich ja gesagt habe, das Set dann voll. Und dann werden die ganzen Talismane verstärkt. Kann ja sein, dass das irgendwie so eine Richtung ist. Hallo, wo muss ich hin?
Okay. Suche oben auf den Klippen nach einem Lager der Ronen. War ich da nicht schon lang gelatscht? Ah ne, ich kam hier aus der Richtung, glaube ich, irgendwo. Die Klippen, zu denen die Ronin wollten. Hast du Loot? Hast du Loot? Hast du Loot? Danke. Oh, nur ein Leder. Oh, 7 Vorräte. Oh, der ist ja schon tot. Ihr seid nicht tot? Kannst du dich mal mit deinen Kollegen hier mal eben kurz treffen? Danke. Leg dich hin. Ich hab hinlegen gesagt. Aus, los, bei Fuß, hinlegen. Alle tot. Jetzt zu den Männern. Sie waren klar unterlegen, mein Herr. Ihr seid sicher. Danke, mein Herr. Diese Ronin verdienten den Tod. Sie töteten Unschuldige im Gasthaus. Ich habe einige von ihnen erkannt. Sie dienten einst dem Yarikawa-Clan. Überlebende der Rebellion. Und doch Verräter ihres eigenen Volkes. Es sind noch mehr von uns in der Nähe. Die Ronin haben Hoa, Hiyue und Oda. Dann ist Oda am Leben. Wenn es hier Tote gab, kümmert euch darum und bringt euch dann in Sicherheit. Heißt das, die Quest ist noch nicht fertig. Suche in der Nähe des Kubara-Sees nach dem Lager der Ronin. Also noch 3 weitere Lager? Fragezeichen. Oh, das ist ja direkt in der Nähe, 140 Meter. Welche Richtung? Entgegengesetzte Richtung. Diese Hornissennester, ne? Hört sich an wie Mücken, Wespen oder Fliegen. Oder ist dort irgendwo? Ah ne, das ist nur ein Lager jetzt, oder was? Okay. Oh ja, es sind nicht gerade wenige. Und das sind alles das sind Mongolen und Ronen. Ja, das sind mir ein paar zu viele, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen habe ich keinen Bock mit den Mongolen, weil die greifen alle wie wild an. Wobei, warte mal, kann man... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Könnte man versuchen. Hat der einen Helm auf? Ich hoffe mal nicht. Läuft er mal eben auf dem Dach rum. Nächstes Mal entkommt er nicht. Schade, ich hätte jetzt gerne gehabt, dass sie sich wieder gegenseitig auseinandernehmen. Weil ich, wie gesagt, ich habe das einmal hinbekommen gehabt, dass ich da jemanden getötet habe. Und dann haben sich die Mongolen gegenseitig bekämpft. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eher nur ein Bug gewesen ist oder so. Keine Ahnung.
Oh Gott, was für ein Schuss. Oh Gott. Oh Gott, ich werde immer besser. Gut, von denen hat keiner was bemerkt, scheinbar. Oh, hey. Schön, dass du deinen Kollegen angezündet hast. Soll mir recht sein. Ich steig mal hier runter. Na? Ist dein Arm ab? Groß Neues! Oh, erstmal durch eine Klappe durch. Wait. Wäre ich jetzt gerade rein theoretisch wirklich entkommen, weil ich durch die Klappe abgehauen bin? Obwohl man eigentlich mich gesehen hat? Das wäre aber wirklich selten dämlich, aber auch gleichzeitig verdammt geil gewesen. Ist ja fast wie so ein Beat'em'up. Wird der Gegner aber schön in die Ecke gedrängt und kommt einfach nicht mehr raus und wird weggekombot. Ah, ich will doch nicht schon wieder die Klappe benutzen. Ich dachte, der jetzt war zum Looten. Ah. Mein Herr. Gleich. Ich muss looten. Bin schwer beschäftigt. Meine Spielanstrengungen finanzieren sich ja nicht von selbst, ne? Gibt mir ja hier keiner was. Außer Vorräte. Dass man die Kisten manchmal auch immer nur von einer ganz bestimmten Seite öffnen kann, ist auch doof. Oder besser, wenn du quasi einfach aktivieren kannst, oder ja doch aktivieren, und dann stellt der Charakter sich entsprechend dann richtig hin. Da liegen noch Leinen. Mein Herr, bitte. Ihr müsst schnell zum Gasthaus. Meine Frau wurde verwundet. Ich sprach mit ihr. Ist sie? Ihr letzter Gedanke wart ihr. Oh nein. Meine arme, liebe Frau. Ihr Tod wurde gerecht. Diese Ronin tun nie wieder jemandem weh. Danke, mein Herr. Ich muss sie ein letztes Mal sehen und mich verabschieden. Der zweifachen Zerstörung, was? Angriffe haben eine Chance von 10% doppelten Schaden zu verursachen. Achso. Ob die sich lohnen? Ich denke mal, wenn man stackt, dann bestimmt, wa? Aber... Ich glaube, da müsstest du, glaube ich, ein Equipment haben, was dann extrem offensiv ist, oder? Quasi, wo du nur solche Talismane verwendest, die... die Wahrscheinlichkeit erhöhen. So dass du eventuell dann 50%ige Wahrscheinlichkeit hast, doppelten Schaden zu verursachen. Wenn möglich. Na gut. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Quest starten, um ehrlich zu sein. Wie wär's, wenn ich das mache? Warum zum Geier bin ich hier auf dem Berg? Das kann nicht gut für den Rücken sein. Ach, das sind auch alles Ronin oder was?
Hi. Wie geht's denn so? Ich hab da ein bisschen Ronin im Gesicht. Töte taumelnde Gegner. Oh. Taumeln ist dann quasi sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunai oder so geworfen habe, ne? Dass die dann halt in der Gegend herumtaumeln. Ja, sinnvoll. Macht Sinn, dass die dann in der Gegend herumtaumeln. Hast du einen Mogeln wieder? Okay. Dann wäre das ja am besten zu erledigen mit Dingensbummens. Guck mich nicht an. Mit Kunai? Ja, wahrscheinlich. Ich hab den da oben auch getroffen? Tröt nicht hier rum. Deine Musik ist scheiße. Die haben die Explosion allen Ernstes nicht gehört. Oh Gott. Die sind wirklich taub, die Leute hier. Die haben kein Gehör mehr. Deren Ohren sind nur eine Dekoration für deren Gehörgang. In Wirklichkeit ist deren Trommelfell nicht existent. Leg dich hin, ich brauch dein Loot. Ist da oben noch einer? Oder? Das ist tatsächlich nur einer. Bin mir nicht sicher, ob der sofort stirbt, deswegen hau ich da mal da drauf. Ciao. Das war der falsche Knopf. Aber egal. Na, will noch wer? Oh, das ist die Feuernation gewesen, offensichtlich. Okay. Scheint wohl so, als wenn die Feuernation hier wohl auch an dem Krieg beteiligt wäre. Nein, das war gedrückt halten. Kompositbogen. Eine der wichtigsten Waffen der Mongolen ist der Kompositbogen. Er ist unglaublich präzise und kann bis zu 230 Meter weit schießen. Die Bogen selbst haben einen Holzkern aus Birke oder Ulme und werden entgegen ihrer natürlichen Krümmung gespannt. Im Laufe der Zeit hat sich Bambus als bestes Material hierfür herauskristallisiert, da es keine Maserung hat und es daher nicht zu ungewollten Verdrehungen kommt. Außerdem ergibt Bambus einen stärkeren Bogen. Oh ja. Ja, dann wissen ja jetzt hier die Hobby-Bogenbauer, was besseres Material ist, ne? Wie, hier sind doch Gegner? Zählen die Pferde als Gegner? Ne, da hinten ist einer. Böller. Hallo, Kön! Ah, verdammt, ich wollte eigentlich einen Fußtritt machen. Kann ich das machen? Ja, kann ich. Mal gucken, ob ich den hier runtertreten kann. Oder ob ich am besten selber einen Sinkflug mache. Lass mich dich heruntertreten! Aber wo kommt der denn her? Okay, ich sollte vielleicht lieber nicht weitermachen, sonst segle ich ja gleich wirklich in den Tod. Ah, ah, ah.
Schmeiß doch nicht deine Böller in der Gegend herum. Ja, ja, zünde dich selber an. Genau. Na komm, werf einen Böller. Werf einen Böller. Wirf einen Böller. Und jetzt folg mir. Na komm, na komm, na komm. Oh, jetzt bist du zurückgelatscht. Warum? Wirf einen Böller. Ich will haben, dass er sich selber killt. Ich will aber nicht haben, dass ich mich selber kill. Er macht das jetzt nicht, ne? Okay, wenn ich zu weit weg bin, dann speist er die ganze Zeit nur Böller. Ach komm, scheiß drauf. So. Es wäre zu blöd. War wahrscheinlich jetzt gerade nur eher so ein Zufallstreffer, dass er sich selber da mit seiner Bombe da angezündet hat. Nichts drinne hier in dem Laden? Schade. Aber wenigstens lagen hier noch einige Vorräte rum. Wait, Karte aufgedeckt? Ah, ja. Oh, ist ja gar nichts gewesen. Naja, egal, was soll's. Hauptsache, Hauptsache Gegend gesäubert. Na gut. Will ich jetzt noch was machen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ach komm, nee. Weißt du? Mach ich halt jetzt Ende. Naja, lieber Sonne verdecken ist besser so, ja. Ja, so sieht's besser aus. Ich mach dann, glaube ich, jetzt hier dann lieber Ende. Ich hätte jetzt nämlich noch überlegt, ob ich nicht vielleicht doch noch was mache, aber... geht dann vielleicht wahrscheinlich dann wieder länger oder nicht. Wären sowieso jetzt eigentlich theoretisch noch 10 Minuten, die ich ungefähr machen würde, weil... ungefähr 10 Minuten halt von dem Intro vom Stream sind, ja, und die zähle ich halt immer ab und demzufolge habe ich jetzt keine 4 Stunden eigentlich gemacht, sondern, jetzt komme ich gerade nicht auf die Zahl, 3 Stunden 50 Minuten. Na egal, ja gut, ich würde dann mal sagen, wie gesagt, dass ich jetzt hier Ende mache und keine Ahnung, wo ich dann beim nächsten Mal eigentlich dann weitermache. Auf jeden Fall irgendwo bei irgendeiner Quest, vielleicht die hier? Geschichte von Yuna. Keine Ahnung, mal gucken, welche Quest ich als nächstes mache. Irgendeine werde ich auf jeden Fall dann machen. Ich schätze mal, ich werde dann weiter die Nebenquests machen. Weil die Hauptquest will ich erst später weitermachen. Ja, so dass dann quasi alles, was jetzt hier an weißen an Nebenquests zu sehen ist, dann weg ist. Und dann möglichst dann nur noch diese goldenen da sind. Die ganzen Fragezeichen, wie gesagt, ich muss die nicht unbedingt alle holen. Kann nicht schaden, wenn die auf dem Weg sind, die dann mitzunehmen. Aber ich muss nicht unbedingt große Umwege dafür gehen, nur um die dann jetzt holen zu müssen. Wobei ich das ja hier und da, glaube ich, auch schon gemacht habe, oder? Bin ich mir jetzt nicht so genauso sicher. Aber naja, gut. Wie gesagt, ich wollte jetzt Feierabend machen. Demzufolge auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.